Das hier ist wahrscheinlich eine der coolsten Minecraft-Mods, die ihr aktuell bekommen könnt. Die Rede ist nämlich von der Immersive Portals-Mod und wie ihr gerade schon seht, habt ihr hier einfach ein Nether-Portal, durch das ihr durchgucken könnt. Es ist nicht mehr diese komisch wabbernde Textur, sondern ihr habt ein Portal, ihr könnt direkt in die Overworld gucken und ihr habt nicht mal eine Ladezeit, sondern ihr könnt direkt in die andere Dimension, ohne irgendwie, ja, zu warten. Das Ganze funktioniert wie ein komplett normales Nether-Portal. Ihr baut es einfach aus Obsidian, zündet das Ganze an, dann müsst ihr kurz warten und schon könnt ihr in den Nether gucken und natürlich auch durchgehen und dann seid ihr im Nether. Tatsächlich geht das Ganze nicht nur mit Nether-Portalen, sondern auch mit dem End-Portal, denn auch hier könnt ihr von der Overworld direkt ins End gucken und das selber noch ein bisschen einstellen, ob ihr zum Beispiel direkt über der Endinsel rauskommen wollt, was jetzt oft vielleicht nicht unbedingt so schlau ist. Und tatsächlich gehen damit noch ein paar sehr coole andere Spielereien. Zum Beispiel könnt ihr es so einstellen, dass wenn ihr aus dem End fallt und normalerweise im Void landen würdet, ihr einfach wieder in der Overworld rauskommt. Oder falls ihr euch mal wieder rein zufällig bis an den Boden der Erde gebaut habt, kommt ihr einfach im Nether raus. Es ist echt absolut crazy und unglaublich cool, was man damit alles machen kann.